Hallo bei Apple Ads Tutorials. Heute zeige ich euch ein Jailbreak mit iOS 4. Hier haben wir unseren iPhone gesperrt. Wie ihr seht, weil das noch aktiviert werden soll. Ich habe leider keine T-Mobile SIM-Karte. Deswegen müssen wir jailbreaken. Ich nehme jetzt mal einmal hier Resno und suche mal die mit iTunes gedownloadete Software. Die Software findet ihr unter Benutzer, Library und iTunes und dann iPhone Software Update. Ich nehme iPhone 1.2, weil ich ein 3G habe. iPhone 2.1 ist 3GS. Gut, hier sehen wir die Processing Sim Firmware. Jetzt machen wir Next. Jetzt downloadet er wichtige Daten für den Jailbreak. Wenn ihr ein 3G habt, dann wisst ihr, dass die Software von Apple nur Multitasking, Homescreen Wallpaper und Batterie in Prozentanzeige nicht habt. Mit Resno könnt ihr das ganz einfach machen. Hier macht ihr Enable Multitasking, Enable Homescreen Wallpaper und Enable Battery Present. Auf Deutsch, ihr habt jetzt Multitasking, Homescreen Wallpaper und Batterie in Prozent. Wenn ihr einen eigenen Boot-Logo haben wollt, dann sucht ihr jetzt. Und ich nehme zum Beispiel das. Gut. Auch ein Custom Recovery Logo könnt ihr haben. Ich nehme das. Steve Jobs. Gut. Jetzt machen wir Next. Er schreibt, wir müssen das iPhone mit dem Kabel verbinden zu dem Computer und ausschalten. Ausschalten könnt ihr hier. Den Power-Button 4 Minuten lang, Entschuldigung, 4 Sekunden lang drücken und Slide to Power aufmachen. Jetzt startet er sehr schnell auf. Gut, jetzt machen wir Next. Jetzt schreibt er, dass wir 5 Sekunden lang den Power-Button, 10 Sekunden lang den Power- und Home-Button drücken sollen. Und 30 Sekunden lang den Home-Button. Und wie ihr seht, jetzt fängt es an zu jailbreaken. Mein iPhone wird jetzt weiß aufleuchten, wenn alles gut geht. Ja. Und hier seht ihr jetzt Downloading Jailbreak Data. Hier lädt es noch die RAM-Disk ab und patcht, ich glaube, den Kernel. Nein, er loadet den Kernel ab. Jetzt macht er den Booting und der Teil mit dem Computer ist jetzt aus. Jetzt wenden wir uns an den iPhone. Hier lädt ein kleines Leder an. Und gleich kommt der Pineapple, sozusagen Ananas, und jailbreaks das iPhone. Das dauert ein Weilchen. Seht ihr den Ananas und es schreibt jetzt Flashing NOR. NOR ist ein Filesystem.
all diese iPhone-Kabel gehen so schnell kaputt. Ja, das dauert ein bisschen. Außerdem ist das die Red Snow Version. Diese Red Snow Version ist noch Beta. Gut, jetzt ist es aus und startet mit dem neuen Boot-Logo. Nehmen wir da einmal Ananas. Entschuldigung, dass meine Hand so zittert, aber ich kann nichts dafür. Gut, jetzt sehen wir wieder. Jetzt ist das iPhone aktiviert. Wir machen es auf. Du seht, wir haben iPhone OS 4. Und hier seht ihr, wir haben auch Multitasking. Homescreen Wallpaper sieht hier. Und noch Batterie in Prozentanzeige. Gut, das wollte ich euch zeigen. Bis zum nächsten Mal bei Apple Else Tutorials. Und nicht zu vergessen, Cydia ist hier. Und Cydia ist deswegen weiß, weil ihr es noch einmal updaten müsst. Weil das Red Snow Beta ist. Keine Panik, Cydia wird funktionieren und so aussehen wie früher, aber ihr müsst es einmal updaten. Also, dann bis zum nächsten Mal bei Apple Else Tutorials. Ciao!